Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal, Ben Masterful. Ich habe ein neues Fatbike im Test. Und zwar das Lankeleisi MG 740 Plus mit Front- und Heckmotor. Wie geil ist das denn? Mit diesem Video wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Werfen wir mal einen ersten Blick in den Karton. So, hier haben wir direkt wieder, ja, Ruderbremssattel, finde ich richtig gut. Schönes Reifenprofil. Dann haben wir hier, ja, es ist jetzt keine Doppelschulterfedergabel, ein bisschen schade, aber kann man schon so ein bisschen erkennen. Ja, nee, noch nicht wirklich. Auf jeden Fall gut eingepackt ist das Ganze, wie immer bei den ganzen Fatbikes, und das ist ja ein Fatbike mit zwei Motoren. Werfen wir einen zweiten Blick aufs Lankeleisi MG 740 Plus, das Allrad-Fatbike. Hier sieht man auch schon den Motor, der ist später zuschaltbar, also in der Regel fahren wir mit Heckmotor. Fürs Gelände kann man dann aber richtig schön den Vordermotor irgendwie zuschalten. Ich habe mich noch nicht so hundertprozentig erkundigt, wie das ganze Fahrrad jetzt funktioniert. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt auf die erste Testfahrt. Hier haben wir das Schutzblech für vorne. Dann können wir uns den Sattel schon mal ein bisschen genauer anschauen. Oh, der sieht aber sehr bequem aus. Dann haben wir hier schon mal die Accessoires-Box. Da gucken wir gleich rein. Dann können wir hier schon mal den Rahmen befreien. Ah, MG 740 Plus. Ja. Was für ein schönes Fahrrad wieder. Dann noch ein Schnitt. Und dann ist der Vorderreifen auch schon frei. Hier kann man wunderbar sehen, Vorderreifen mit Bremsscheibe, 180er Scheiben. Aber auch hier richtig schön zu sehen, den 48 Volt. Steht nicht bei Fang drauf, okay. Also, ja, werdet ihr später noch sehen. Aber hier ist der Motor, immerhin. Dann befreien wir den Rahmen nochmal. Ah, okay. Wir haben hier einen Akku, der jetzt quasi auf dem Rahmen nochmal draufgeschraubt oder draufgesteckt wird. Und der Akku ist dann auch hier. Gucken wir uns gleich an. Dann gucken wir uns zuerst nochmal die Box an, was wir hier alles Schönes dabei haben. Hier ist wieder dieser Stromadapter. Dann haben wir hier auch wieder ein Fahrradschloss, das kann man immer gut gebrauchen. Natürlich sind die Pedale dabei, eine kleine Luftpumpe, nochmal die Imbusschlüssel, die man braucht zum Zusammenbauen, ein paar Stöpsel, die brauchen wir für vorne. Dann hier das Ladegerät, 54,6 Volt mit, schauen wir uns das Ganze auch nochmal an, 3 Ampere haben wir auch hier wieder, also Standard, oh nee, nicht ganz Standard. Hier haben wir einen etwas anderen Anschluss. Okay, das ist auch interessant. Dann haben wir hier noch zwei Schraubenschlüssel, 15 und 18. Und dann natürlich noch die Lankeleisi-Anleitung, die wir hier ja, brauchen. Stehen auch immer Display-Einstellungen drin oder ein paar zumindest. So, dann haben wir hier noch den Akku, das ist auch ein schweres Teil mit An- und Ausschalter hier nochmal an der Stelle. Hier haben wir die Aufladebuchse, dann ist der Akku nicht geladen, so wie es aussieht. Dann haben wir hier einen 48 Volt 20 Ampere mit 960 Wattstunden Akku. Hier haben wir dann auch nochmal USB am Akku, auch sehr interessant. Also man kann dann auch hier direkt über USB laden, also nicht den Akku laden, sondern man kann zum Beispiel das Handy über den Akku laden. Ja, mehr ist hier auch gar nicht bei. Wie gesagt, sehr schade, dass er jetzt leer ist. Ach nee, er ist aus. So, okay, wir haben... Oh, der ist voll. Okay, also wenn er aus ist, zeigt er nichts an.
Aber wenn er an ist, zeigt er voll an. Hier ist dann nochmal der Bereich für den Schlüssel. Dann habe ich gerade noch hier im Karton vom Akku die zwei Schlüssel gefunden. Die sind also diesmal nicht am Lenker dran. Dann müssen zuerst die Schrauben hier oben gelöst werden, damit man den einfach mal rumdrehen kann. Wenn man den gedreht hat, die Schrauben hier an dieser Stelle von beiden Seiten erstmal wieder festziehen. Die Feineinstellung machen wir am Ende. Jetzt schrauben wir hier erstmal die Schrauben hier oben los, damit wir den Lenker anbauen können. Okay, der Lenker ist noch ordentlich eingepackt. Den müssen wir natürlich erstmal auspacken. Dabei muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben auch hier wieder ein Duke-Away-Display. Das kennen wir vom Duke-Away und auch zum Beispiel vom Lankeleisi RV800. Das hatte das gleiche Display. Und ich glaube auch das MG600 Plus. Der Tiefeinsteiger hatte das auch. Das ist jetzt echt ein bisschen doof gemacht. Hier hat man die Folie mit eingearbeitet. Also ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier hat man die... Na gut, man hat die Folie draufgelassen und dann die Displayhalterung rumgeschraubt und festgeschraubt. Das muss man natürlich gleich dann auch nochmal ändern. Wir schrauben jetzt aber erstmal das Lenkrad hier. Oder hat er schon wieder Lenkrad gesagt? Der Lenker wird festgeschraubt. Als nächstes befreien wir hier erstmal die Federgabel vorne. Geht in der Regel auch immer recht fix. Wir haben hier eine verschraubte Achse, wir haben ja auch einen Motor vorne. Dann ist eine Steckachse erstmal ein bisschen schwierig. Okay, witzigerweise, die Lampe ist schon dran geschraubt, allerdings ist die falsch rum. Okay, was hat man sich denn dabei jetzt gedacht? Sieht auch wieder nach Hupe aus hier. Der Scheinwerfer, der war hier mal komplett falsch dran geschraubt. Wir müssen auch gleich noch das Schutzblech dran schrauben. Egal, ich befestige jetzt erstmal wieder die Lampe. Ich will jetzt erstmal, dass das Fahrrad von alleine stehen kann. So, das Einfriemeln, das war jetzt mal richtig einfach. Man muss halt so ein bisschen wie beim Motor hinten so ein bisschen darauf achten, dass diese Plättchen richtig sitzen, genau. Ich hoffe mal, dass man das so ganz gut erkennen kann. Hier unten diese Plättchen, die sind auf beiden Seiten. Die müssen natürlich mit der Nut nach unten, damit man das Ganze vernünftig in die Federgabel einführen kann. Hier haben wir dann nochmal einen extra Motorstecker. Ist ja klar, der Motor braucht ja auch Strom. In der Bremse war wieder so ein kleiner Nupsi. Das ist halt ja so ein Bremsscheibenadapter, nenne ich ihn jetzt mal, damit man... damit die Bremsbeläge quasi nicht gegeneinander gepresst werden, wenn man die Bremse zieht, dann pressen sie halt hier gegen. Dann natürlich noch die Unterlegscheibe drauf, auch ganz wichtig. Und dann die Mutter, das Ganze auf beiden Seiten. Am besten zieht ihr tatsächlich die Muttern fest, wenn das Fahrrad gerade steht. Denn ansonsten könnte man das Ganze auch schief festziehen und dann habt ihr ein Eiern vorne im Reifen. Deswegen würde ich immer sagen, nicht wenn es auf dem Ständer steht, festziehen und einbauen, beziehungsweise normalerweise bockt man es ja auch oder dreht man es ja um. Ich mache es für die Videos halt immer nicht. Aber ich würde, wie gesagt, empfehlen, Fahrrad gerade hinstellen und dann die Schrauben festziehen. Dann können wir den Sattel schon mal relativ grob einstellen, auf jeden Fall schon mal so ein bisschen rausziehen. Ein bisschen anziehen können wir die Mutter von der Sattelstange auch schon mal, natürlich nicht zu fest, sonst kriegt man halt den Schnellspanner auch nicht mehr zu. Dann nochmal hier das letzte Verpackungsmaterial entfernen. Dann können wir schon mal vorsichtig auch den Akku einsetzen. Okay, das ging ja mal jetzt richtig Suche. Einfach reingleiten lassen. Dann die Pedale, auch im Prinzip super einfach. Die sind beschriftet, einmal für rechts, einmal für links. Wir haben auf der rechten Seite nämlich ein ganz normales Rechtsgewinde. Das muss man wissen, sonst hängt man hier ewig. Und gleich auf der anderen Seite müssen wir links herum die Pedale festziehen. Allerdings müssen wir vorher noch, der war hier nämlich mit dabei, der ist nicht mit befestigt, den müssen wir natürlich jetzt auch auf der anderen Seite gleich nochmal anschrauben. Auch das ist kein Hexenwerk. Und dann dreht man das Ganze einfach links rum dran. Und natürlich auch immer gut festziehen. Dann haben wir noch das Schutzblech, das werde ich jetzt auch noch anbauen, auch das ist kein Hexenwerk. Dann müssen wir noch das Motorkabel zusammenstecken. Es ist auch wieder ein neunpoliges, das mal nur so
als Info. Und jetzt müssen wir gucken. Okay, hier ist ein kleiner Pfeil drauf. Einmal auf dem Stecker und auf dem zweiten Stecker ist auch ein Pfeil drauf. Und an der Stelle müssen sich die Pfeile halt treffen. An der Stelle kann man die Pfeile ganz gut sehen. Unter meinem Daumen ist dann hier der erste, der zeigt nach unten, und der vom unteren Stecker muss dem natürlich gegenüberstehen. Und dann kann man das Ganze zusammen schieben und hier natürlich dann auch noch befestigen. Wie gesagt, das Schutzblech ist auch kein Hexenwerk. Die Klemmen für die Motorkabel, da muss man nochmal gucken, dass man das ein bisschen aufschraubt, denn ansonsten ist das zu eng, das Kabel hier so einzufriemeln. Achso, wir müssen noch genau den Stecker komplett zusammenstecken. Dann kann man hier diese kleine Schraube wieder anziehen, hält richtig gut. Und das machen wir dann bei der unteren Schelle genauso. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Eine Sache, die ich in meinen Videos in der Regel nicht zeige. Ich habe hier jetzt nochmal einen kleinen Werkzeugkasten, habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist jetzt für das Drehmoment quasi. Hier ist jetzt nochmal ein Drehmomentschlüssel mit dabei. Den kann man nämlich nach Drehmoment einstellen, denn manche Schrauben bekommen ein gewisses Drehmoment. Hier ist gut zu sehen, hier haben wir die Angabe 10 bis 12 Newton bei der Schraube, bei der Imbusschraube der Lenkerhöhenverstellung. An diesem Drehmomentschlüssel haben wir jetzt hier eine Skala und da können wir mit diesem Rädchen ganz gut das Drehmoment einstellen. Ich habe es jetzt mal tatsächlich auf 10 Newtonmeter eingestellt. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze auch mit dem neuen Werkzeug funktioniert. Das ist jetzt der Moment, 10 Newtonmeter, okay. Die Schrauben vom Lenker hier, wo mein Finger ist, die kriegen in der Regel 6 Newtonmeter. Da habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, die dürfen gerne auch 7 oder 8 bekommen. Mit 6 halten die oft im Gelände nicht mehr so wirklich. So sieht mein Drehmomentkasten jetzt aus. Hier haben wir den Drehmomentschlüssel, das ist jetzt 3/8 Zoll Werkzeug. Es gibt aber auch einen Adapter natürlich auf 1/4 Zoll. Und die kleinen Nüsse, die brauchen wir jetzt hier zum Beispiel. Ich habe den jetzt mal auf 6 Newtonmeter eingestellt. Da sieht man schon. Ist doch eine ganze Menge, 6, also für diese kleinen Schrauben. Da haben wir den ersten. Am besten immer über Kreuz, muss man nicht, kann man. Fertig. Das Licht ist aus, wir gehen nach Haus. Nein, wir gehen noch nicht nach Haus. Wir gehen jetzt mit dem ersten. Mit meinem ersten Allrad-Fatbike auf die Straße. Willkommen zum Bremsentest. 20 km/h rein in die Kurve und ab geht's den Berg runter. 35 geschafft, 40 easy, 45, 50 und Break. Okay, ihr hört es, wir kommen zum Stehen ohne Probleme. Die Fahrbahn ist an der Stelle hier vorne, sieht man es, trocken. Aber wir haben hier wieder so typisch links und rechts von den Bremsen her vertauscht. Das heißt, wir haben hier, rechts ist vorne, genau. Und ja, das ist für mich halt ungewohnt. Muss ich gleich mal nochmal darauf achten, dass ich, rechts ist vorne. So, wir fahren den Berg hoch. Erster Gang, Unterstützungsstufe 5, nur Heckmotor aktiv. So, gucken. So zum Vergleich, mit einem Mofi Basalt fahre ich hier locker easy 15 km/h hoch. Knickt ein bisschen ein, wenn ich nicht mitarbeite. Okay. Gut, 11, 12 km/h. Kommen wir den Berg hoch. Bremsentest zum zweiten. Diesmal
gehe ich so ein bisschen mehr auf die Vorderbremse. So. 50 easy erreicht. Ah, ich traue mich nicht so hundertprozentig die Vorderbremse zu ziehen, weil die Bremsen schon ziemlich geil sind. Aber wir haben gar kein Problem, aus 50 runter zu bremsen, zum Stehen zu kommen. Das ist schon irre. So, und jetzt schalte ich mal bei der nächsten Tour, schalte ich mal in Frontbetrieb. So, also eben hatten wir Heckbetrieb den Berg hoch und jetzt fahren wir einfach mal Frontbetrieb. Das Ganze nochmal, ist ja im Prinzip der gleiche Motor, gleiche Unterstützungsstufe. Also jetzt haben wir den Frontmotor statt den Heckmotor. Mal gucken, wie er sich jetzt schlägt. Auch wieder so die 13 km/h. Hier kann man auch sehr gut das Display erkennen, finde ich jetzt. Ja, so 12, 11, 10, okay. Versteigung, Heckmotor, effizienter, Fragezeichen. Vorausgesetzt, vorne und hinten haben beide, ja, jetzt regnet's. Bremsentest mache ich nicht nochmal, aber ich fahre nochmal runter. Die Bremse müsste mittlerweile glühen. So. Jetzt schalte ich mal von Single F, Single B ist Heckmotor. Also Plus-Taste gedrückt halten, schaltet man um. Jetzt haben wir Allrad an. Alter. So. Also die Räder drehen schon durch. Jetzt trete ich gerade nicht. So, jetzt, oh, hört ihr das? Also die Räder drehen durch. So, ich trete ein bisschen pseudomäßig mit. Alter, 22. Komplett heftig. Also das Bike hat mit Front- und Heckmotor so viel Power. Komplett heftig. So, wir kommen mal oder wir gucken uns mal die Unterstützungsstufen an. Ich starte jetzt erstmal beziehungsweise Unterstützungsstufe 0. Ja, das sieht man jetzt bei den Lichtverhältnissen nicht mehr so optimal, aber eben im Dunkeln hat man es, also im Schatten hat man es ganz gut gesehen. Bei Unterstützungsstufe 0 ist natürlich auch Handgas deaktiviert. Ja, sobald man dann in Unterstützungsstufe 1 Eco geht, ja, will das Fahrrad natürlich auch schieben und ja, der Handgriff unterstützt bis 25 km/h. Das Fahrrad wird ausgeliefert und ist mit 25 km/h abgeriegelt. Man kann das, da stand neulich auch ein Kommentar in den Kommentaren, warum ich das nie erzähle, ob mir da jemand einen Maulkorb verpasst hat. Nein, guckt euch das mal an. So, man kann hier in P3, kann man hier ganz einfach 25 km/h, jetzt kann man hier ganz beliebig 35, was weiß ich. Das brauchen wir auch gleich noch, ne? Aber jetzt für die Unterstützungsstufe, also das kann man machen. Und das unterliegt natürlich eurer Eigenverantwortung. Also ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn ihr das macht. Ne? Man kann das machen. Ich teste das gelegentlich natürlich auch durch. Aber ich fahre in der STVO, fahre ich regelkonform mit 25 km/h. So, aber ich habe da keinen Maulkorb, ich darf das ganz normal sagen. So, also, wir fangen an, Unterstützungsstufe 1. Wenn ich jetzt, erstmal Unterstützungsstufe 0. Ohne Unterstützung losfahren, das geht. Aber es ist natürlich ein Oberschenkelakt. Ne? Also ich komme jetzt und ich verlasse den ersten Gang auch nicht. Also das ist, wenn der Akku mal leer ist oder so, klar, man kann, wie mit allen Fatbikes auch. Ich hätte gedacht, da wir zwei Motoren haben, ist der Widerstand größer. Aber das funktioniert echt gut. Also ich kann hier super easy 13, 14, 15, ne, 15 jetzt auf ebener Strecke, kann ich hier ganz entspannt. Was heißt entspannt? Auf jeder Strecke ist es entspannt. Sobald eine kleine Steigung kommt, so wie jetzt, da merkt man direkt, aha, Oberschenkel, so. Ja, aber ich halte ganz gut. Nee, geht direkt auf 14, klar. Naja, also man kann das so natürlich auch fahren. Dann gehen wir jetzt in die erste Unterstützungsstufe. Ich fahre auch mal ohne Handgas an. Ja, und wir brauchen aufgrund des Trittfrequenzsensors, brauchen wir wieder so eine komplett halbe ist auch geil, also wir brauchen eine halbe Pedalumdrehung, bis der Motor unterstützt. Und da ist es auch egal, das war jetzt der hintere Motor, der aktiv ist. Ich gehe jetzt mal auf, nee, dual nicht, auf Single F, das heißt, jetzt ist mal der vordere Motor aktiv. Und auch hier brauche ich tatsächlich eine halbe Pedalumdrehung, bis der Motor dann unterstützt. Also vorne wie hinten unterstützt der Motor entweder komplett natürlich übers Handgas oder aber dadurch, dass wir treten. Also auch wenn der Motor vorne aktiviert ist
und wir irgendwann uns dazu entschließen, das Handgas nicht mehr zu nutzen und abzubauen, dann brauchen wir immer diese halbe Pedalumdrehung. So, dann gucken wir uns mal die Unterstützungsstufen an. Ich muss sagen, die sind ziemlich fein abgeriegelt, also geregelt hier bei diesem Fahrrad. Ich trete jetzt mal ganz leicht mit und in der Pseudobewegung und der Heckmotor sowie Frontmotor, die sind da relativ gleich. Der zieht uns jetzt in der ersten Unterstützungsstufe auf 17, 18, ganz langsam auf 19, auf 20, fast 21 km/h. Also das ist auf jeden Fall eine richtig schöne Sache. Wir haben hier nicht diese abrupte Abregelung bei irgendwie 10, 11 km/h bei der ersten Unterstützungsstufe. Ne, jetzt machen wir das Ganze auch noch mal mit dem Frontmotor. Ja, ist ziemlich viel, was wir hier durchtesten müssen. So, jetzt haben wir vorne aktiv. So, noch hier mache ich mal jetzt die Pseudo-Bewegung. Und 10, ihr seht es ja, 11, ich hoffe, ihr seht es, 12, ne? 13. Jetzt geht es ganz leicht bergauf, aber wirklich nur ganz leicht. Aber auch hier schaffen wir jetzt die 15. Ne? Also würde ich jetzt in die andere Richtung fahren, hätten wir auch wahrscheinlich die 17. So, und ich kann natürlich mittreten, weil der Motor unterstützt. Jetzt trete ich so ein bisschen mehr mit. Und ich kann hier sogar in der ersten Unterstützungsstufe, weil das so soft geregelt ist, kann ich hier sogar in der ersten Unterstützungsstufe auch 25 fahren. So, und jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel in den fünften schalte, so, da seht ihr, da ist die Beschleunigung dann da und die Abriegelung bei 25 km/h. So, und da können wir jetzt ganz entspannt, zweite Unterstützungsstufe zum Beispiel, fahren wir ganz entspannt dann auch 25 km/h ohne Handgas. Ne? Also das ist ein so schönes Fahren. Also Lankeleisi, die bauen Fahrräder, das ist so geil. Also das hier fährt sich so toll. Also im Prinzip brauchen wir nur die erste Unterstützungsstufe und die zweite ein bisschen und nachher die fünfte, wenn wir irgendwie mal richtig Power brauchen. Aber ansonsten braucht man eigentlich nur die erste Unterstützungsstufe. So, ich habe jetzt mal in den zweiten Gang geschaltet, denn die aufmerksamen Beobachter meines Kanals wissen, jetzt kommt hier der Beschleunigungsteil. Wir gehen auch wieder alle drei Dinger durch. Wir starten, ne, hier Single B Backmotor. Fünfte Unterstützungsstufe mit Handgas. Ich starte hier in zwei. Achso, wir müssen natürlich noch, so, seid ihr mal live dabei, wie man hier 25 km/h. Das stellen wir jetzt nämlich mal hoch auf 30, damit wir die 25 auch überschreiten, damit ich halt den Wert stoppen kann. Wie gut das Ganze jetzt beschleunigt. So, Backmotor, Unterstützungsstufe 5, da resettet er dann immer. So, und dann würde ich sagen, in 3, 2, 1, go! Wir ziehen rein und 25, bam! Ja, hoi, hoi, hoi. Also, ich bin gespannt, nur mit Heckmotor, wo das landet. Also, ich glaube, das T7 hat es nicht geschlagen. Ich blende ja immer jetzt gerade auch schon wieder die Top 5 ein. Die Top 5. Also Platz 1 haben wir mit dem Heckmotor nicht geschafft. Dann testen wir das Ganze jetzt mal mit dem Frontmotor. Ich habe hier unten, steht jetzt Single, da steht entweder Single, großes F, Front. Das B ist leider klein für den Heckmotor, also Back. Und dann haben wir noch Dual, da steht dann dafür, dass beide Motoren aktiviert sind. Und bei dem macht man das ganz einfach, man geht das durch, indem man die Plus-Taste gedrückt hält und dann kann man auswählen, beziehungsweise nach und nach durch das kleine Extra-Menü gehen, hier unten an der Stelle, welchen Motor man aktiv haben möchte. So, Frontmotor in Unterstützungsstufe 5, zweiter Gang mit Handgas in 3, 2, 1, go! Oha, der dreht vorne ein bisschen durch und zack, 25. Kann sein, dass das sogar ein bisschen schneller war als mit Heckmotor. Wobei dadurch, dass man beim Beschleunigen das Gewinn, beim Beschleunigen, was? Beim Beschleunigen verlagert sich das Gewicht ja nach hinten. Deswegen haben wir so einen kleinen Schlupf vorne gehabt. Ne? Kennt man aus der Formel 1, ein kleiner Schlupf. Ist optimal für eine optimale Beschleunigung. Jetzt wird es richtig gierig. Ich sage ja das. Dual, also beide Motoren aktiv.
Fünfte Unterstützungsstufe mit Handgas. Zweiter Gang. 3, 2, 1. Go! Oh yeah! Und bam! Hui! Ja, zählt das? Ich glaube, das ist der neue Kanalrekord hier. Also, super Handling hat das Teil auch. Wir gehen mal ins, wie sagt man so schön, ins erste Fazit rein hier. Ja, also ich bin jetzt hier wieder schön unterwegs und es ist halt ein Fatbike. Es ist halt ein Fatbike. Man kann einfach natürlich, kann man so schön auf der Straße fahren. Ne? Das Ganze ist auch sehr gut über den Hintern zu handeln. So, ne? Also es ist sehr laufstabil, sehr laufruhig. Es macht richtig Spaß einfach. Und vom Motor her, es macht mehr Spaß, mit dem Heckmotor zu fahren. Der Frontmotor ist so ein bisschen, Auto kommt von vorne, das haben wir auch selten. Ja, der Frontmotor ist halt, ich kann euch das ja mal zeigen, also wenn wir jetzt mal übertrieben auf Frontmotor gehen und auch in einer höheren Unterstützungsstufe sind. Ja, okay, aber vor allem, wenn man um Kurven fährt, ne? So, man fährt eine Kurve und wenn der Motor vorne anreißt, also bei Frontbetrieb oder auch bei Allradbetrieb, dann muss man echt den Lenker festhalten, ne? Also das ist schon, ja, das ist schon nicht ganz ohne hier. Deswegen, also ich fahre tatsächlich auch hier auf der Straße einfach am liebsten im Heckmotorbetrieb und ja. Es macht richtig Spaß. Es ist so ein geiles Fahrrad. Also, wie gesagt, wenn die Akku-Geometrie ein bisschen anders wäre, wenn der Akku mit vernünftig eingepasst wäre im Rahmen, alter Falter, dann wäre das so richtig, richtig, richtig top. Ja, die Bremsen Düsseland, man hat ein super Bremsgefühl. Es schleift vorne. Also, das jetzt, das habe ich noch nicht wegbekommen. Ich bin jetzt 23,8 Kilometer gefahren. Ich habe die Bremse eingebremst. Ich bin, glaube ich, viermal den Berg runter heute, weil ich auch jedes Mal hoch musste, ne, wegen Motortest, habt ihr ja gesehen. Ja, das, vielleicht liegt das an den Bremsbelägen, dass es keine Resin-Bremsbeläge sind. Also Resin ist ein sehr weiches Material und das, was die meisten Fatbike-Hersteller verbauen, ist eben kein Resin. Das ist ein bisschen härter, das hat ein bisschen also Bremsschleifgeräusche, während man bremst und ist auch bei Regen und bei Nässe kommt es mal zum Quietschen. Also es gibt deutlich bessere Bremsbeläge einfach für alle Fatbike-Bremsen. Ja, der Sattel. Ich sitze jetzt hier schon. Ich saß auch eben einfach nur so angelehnt auf einer Bank, weil es geregnet hatte. Und der Sattel, also der lässt sich durchaus ganz gut aushalten. Von der Schaltung her, das ist halt wieder so dieser, ja, einer hat mal kommentiert, auch an den Fatbikes sind leider nur Baumarktschaltungen verbaut. Ja, ja, die Altus oder auch diese Siebengangschaltung, klar, das ist eine Baumarktschaltgruppe. Wer will, kann das natürlich alles ändern. Solange das Fahrrad neu ist oder solange die Bikes neu sind, funktioniert das alles richtig gut. Und ja, klar, irgendwann muss man die Schaltung vielleicht mal nachstellen. Aber das hat man, glaube ich, bei fast jedem Fatbike. Ja, der Allradbetrieb, ne? Der ist schon heftig. So gerade in der fünften Unterstützungsstufe. Ne, man denkt so und dann so auf einmal geht's dann los. So, also gerade auch auf, ja, also vorne reißt das Ding immer richtig rum. Das ist schon nicht ohne. So, wenn wir mal so ein bisschen ja, Anstiege haben, wenn wir mal ins Gelände gehen. Ja, so richtig Geländetest mache ich jetzt noch nicht. Ich hätte es gerne noch für die Filmaufnahmen ein bisschen sauber. Aber es macht einfach so Spaß, ne? Auch wenn man jetzt noch mal ein bisschen beschleunigen will hier, berghoch sogar. Also das drückt schon ordentlich, ne? Also wenn man beide Motoren aktiv hat, das ist schon, boah, also das macht richtig Spaß, richtig, richtig Spaß. Und ich fahre zu gern auch einfach so ein bisschen den Schotter lang. Also erstens, Fatbikes sind richtig toll und ja, es ist schon, also auch das hier ist wieder ein ganz besonderes Bike. So, dann fahren wir mal ein bisschen Matsche hier mit Allrad. Ja, ist natürlich überhaupt kein Problem. Hier wird man auch ohne Allrad super durchkommen. Ja, aber ich habe gerade, ich weiß gar nicht, wo dieser Weg hier hinführt. Deswegen habe ich mir gerade gedacht, okay, komm, wir fahren hier mal lang. Gucken, was passiert. Ja, ich erkunde ja auch super gerne einfach mal neue Wege. Ja, und ihr seht es, mit so einem Fatbike, ne, man kann einfach, man kann.
Das kann man mit dem Gravelbike nicht so machen, mit dem Mountainbike schon eher, klar. Aber so diese Fatbikes, so diese sogenannten All-Terrain-Bikes, aha, aha, aha. Ah, okay. Einmal steht man hier mitten auf dem Feld. Ja, okay. Ja, gut. Jetzt müssen wir da wieder hochkommen, aber das ist mit dem Allradmodus natürlich überhaupt gar kein Problem. Sondern ich bin da noch im Allrad drin. Also der dreht vorne komplett durch. Gucken, wie das jetzt ist, wenn man hier so... Ja, gar kein Problem. Also ist schon toll. Also der Allradmodus, der wird nachher im Gelände wird so richtig, richtig Laune machen. Und da freue ich mich drauf. Jetzt kommen wir erstmal, habe ich alles gesagt? Ich glaube, das mit Unterstützungsstufen habt ihr gesehen. Oh, die erste Unterstützungsstufe ist sowas von smooth. Also es fährt sich fast wie ein richtig schöner Drehmomentsensor. So, wir sind jetzt auf Front. Ich hätte gerne wieder Heckmotor. Und jetzt, ja. Ja, es fährt sich schon. Also wie gesagt, ne, wir fahren jetzt knapp 10, aber ich kann auch einfach ein bisschen mehr selber mittreten. Und wir fahren leicht unterstützt auf einmal 15 km/h. Dazu braucht man bei anderen schon den dritten Unterstützungsmodus. Und ich kann auch, wenn ich jetzt noch mal ein bisschen mehr Gas gebe, fahre ich jetzt 20. Minimal unterstützt im Eco-Modus. Also das ist schon... Also, wie soll ich sagen? Ich bin einfach sowas von begeistert. Also, Wahnsinn. Ist schon wirklich super toll zu fahren. Und jetzt schauen wir uns mal das Licht an. Angekommen im Lichttest. Ja, hinten ist wie gesagt normalerweise gar keine Leuchte am Start. Hier ist wieder meine typische kleine Sigma Sportleuchte. Die ist jetzt einfach dabei, damit man sich mich von hinten so ein bisschen sieht. Ja, wir haben jetzt an Reflektoren oder irgendwas ist jetzt weder hinten noch vorne irgendwas dabei. Vorne haben wir einen Reflektor direkt in der Lampe drin. Das kann ich euch natürlich auch noch mal ganz ordentlich zeigen. Hoffe ich mal, dass man es jetzt erkennen kann. Haben wir sicherlich auch schon im Fazit gleich noch mit drin oder auch schon irgendwo anders gesehen. Also wir haben vorne eine 2-in-1 Lampe, natürlich nicht mit K-Nummer oder irgendeinem Prüfzeichen. Ja, von der Lichtausbeute her, ja, es ist jetzt nicht ganz schlimm. Es sieht, ja, so kann man es ganz gut, glaube ich, erkennen. Also die Ausleuchte, vor allem auch wenn man so ein bisschen mittig steht, ist jetzt nicht so komplett schlecht. Also man sieht ein bisschen was, nach links, nach rechts, nach vorne, auch vorm Reifen. Da haben wir natürlich so ein bisschen so 40, 50 Zentimeter hier diesen schwarzen Bereich. Ja, man sieht natürlich vorher, wenn man irgendwo reinfahren sollte, kann man ein bisschen ausweichen. Ja, einfach aufgrund, weil die Lampe hier so direkt am Reifen ist, haben wir natürlich diesen Reifenschatten. Aber ansonsten nach links und rechts eine ganz gute, ja, eine kleine Ausleuchte. Nicht perfekt, ne? Aber zumindest so, dass man damit ganz gut leben kann. Das Display ist typisch Lankeleisi, im Dunkeln richtig gut. Also im Dunkeln wirklich, mal eben gucken, wo macht man den hier nochmal? Ah, okay, es dunkelt, jetzt ist es normal. Es dunkelt ein bisschen ab. Die Kamera ist jetzt nicht ganz farbecht. Also das Blaue, was man hier so ein bisschen blau erkennt, ist mit dem bloßen Auge nochmal deutlich dunkelblauer. Sehr schön weiß. Also für die Nacht ist das Display richtig gut, muss ich sagen. Also damit bin ich jetzt sehr zufrieden. Tagsüber deutlich zu dunkel. Nachts auf jeden Fall schon eine ganz ordentliche Sache. Wir fahren jetzt mal ein Stück. So, und dann gucken wir mal. Also wir hatten schon deutlich schlechtere Lampen. Man kann damit nachts fahren. Ich würde jetzt nicht mit 35, 40 lang donnern. Also dazu ist mir die Ausleuchtung dann doch noch nicht genug. Aber so, ja, für die Stadt definitiv mehr als in Ordnung. Für so einen dunklen Radweg, ja, geht so, ne? Heute ist wirklich stockdunkel, ne? Also wenn man so nach oben guckt, ist schon krass, wie dunkel das heute ist. Also auch kein Mond, kein gar nichts, keine Sterne. Komplette Dunkelheit. Und es gibt wieder eine Bank. Für die Zuschauer jetzt auf der rechten Seite, so. Ne, da sieht man so ein bisschen, da ist eine neue Bank, die war eine Zeit lang nicht mehr da. Ja, die hat man jetzt auch nicht so super gesehen. Aber das Licht ist definitiv besser als das, was man zum Beispiel von Mokwi kennt. Und damit war es das auch schon. Also viel haben wir jetzt nicht, was wir uns angucken können, außer die Lampe vorne.
Sie ist jetzt, sie blendet, naja, also, okay, so richtig blenden tut sie nicht. Das sieht jetzt in der Kamera sehr krass aus, muss ich sagen. Ja, also ich stehe ja jetzt hier, ich würde sagen, 3 Meter entfernt. Das geht, also so richtig blenden tut sie jetzt nicht. Man könnte sie natürlich auch noch ein bisschen weiter runterstellen, aber dann hat man natürlich nach vorne nicht so wirklich die Ausleuchtung. So, ich habe jetzt mal zum Vergleich so eine Kopflampe. So, wo man so, wie soll ich sagen, deutlich mehr sieht. Ne? Also dann hat man nochmal zusätzlich, wo man hinguckt, auch nochmal einen Kegel. Also das ist mir auf der Hinfahrt hierher sehr, sehr gut gefallen. So, ich mache gerade wilde Kopfbewegung. So, wenn man tatsächlich so im Wald fährt oder so, ja, vielleicht ist es tatsächlich besser, zusätzlich mit so einer Kopflampe rumzufahren. Die ich habe, verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Das war es jetzt vom Lichttest mit dem MG740 Plus. Ja, Lichttest war jetzt okay. Ist nicht so der große Hammer. Da gibt es sicherlich bessere. Wir kommen zum Fazit. Und damit würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit. Nach 37 Kilometern bin ich jetzt gefahren. Ich habe das Ganze echt mal ordentlich unter die Lupe genommen und muss sagen, ich bin schon echt verliebt. Ich bin total begeistert. Das Fahrrad ist einfach echt klasse. Falls ihr jetzt bis zu dieser Stelle des Videos geschaut habt, dann habt ihr natürlich auch schon so ein paar Sachen mitbekommen. Ne? Wir haben hier 2 Motoren. Ein Motor haben wir an der Hinterachse. Das ist ja sozusagen auch Standard, würde ich mal sagen. Und dann haben wir natürlich auch noch mal an der Vorderachse einen Motor. Und erst einmal offensichtlich, ja, ist es wirklich so offensichtlich? Ob es so offensichtlich ist, weiß ich gar nicht. Ich gehe auf jeden Fall jetzt erstmal davon aus, also ich habe die Annahme, dass wir hier vorne und hinten den gleichen Motor haben. Eine wirkliche Beschriftung gibt es jetzt nicht. Es ist nicht so Lankelaisi typisch, dass wir hier einen Bafang-Motor haben. Also wir haben erst einmal offensichtlich keinen Bafang-Motor, also weder vorne noch hinten, weil der Schriftzug Bafang nicht vorhanden ist. Bleibt halt die Frage, wo kommen die Motoren her? Wer ist tatsächlich der Entwickler und so weiter? Darüber kann ich euch einfach nichts sagen. Ich kann nur mutmaßen verkaufen. Verkauft wird das Ganze mit 2000 Watt. 1000 Watt vorne, 1000 Watt hinten. Das Ganze ist einzeln zuschaltbar. Also man kann entweder nur mit Vordermotor fahren oder nur mit Heckmotor oder auch beide zusammen. Und dann macht das Ding richtig Alarm. Dann macht das Ding richtig Spaß. Gucken wir uns den Motor doch mal ein bisschen näher an. Wir haben hier so einen Laufrichtungspfeil. Und ansonsten ist hier tatsächlich nochmal die Beschreibung 26 Zoll. 48 Volt hat das Ganze und dann 240, 30, 409, keine Ahnung, falls damit jemand was anfangen kann, CE-Aufkleber und das war's dann auch. Also mehr haben wir hier tatsächlich nicht an Beschriftung, weder vorne noch hinten. Hinten ist genau das gleiche wie das, was ihr jetzt gerade vorne gesehen habt. Auch wenn jetzt kein Bafang draufsteht, sie fahren sich richtig gut. Also sie fahren sich im Prinzip, muss ich sagen, schon so ein bisschen Standard, also wie ein Bafang-Motor, ne? Auch vom Geräusch her, von der Soundkulisse her, fährt sich das echt Bafang-artig. Zumindest konnte ich jetzt keine Unterschiede feststellen im Vergleich zum RV800 oder zum Duckeway Silvertip 8 oder zum Lankelaisi MG600 Plus. Also das fährt sich alles sehr, sehr ähnlich. Das Display ist das gleiche, nur hier haben wir einen Akku, der jetzt mal nicht im Rahmen verbaut ist. Ist aber auch gar nicht so schlimm, das ist mal was anderes. Der Rahmen sieht trotzdem schick aus. Man erkennt halt auch, ja, noch schneller, dass es sich hier um ein Pedelec handelt. Also ein Fahrrad mit Hilfsmotorrennen. EN.
Ja, wir haben einen, da kann man es so ein bisschen erkennen. So, wir haben 48 Volt, 20 Ampere, 960 Wattstunden. Und dazu kommt ein 3 Ampere Ladegerät mit einer Ladeschlussspannung von 54,6 Volt, also auch Standard. Ja, der Akku, da freue ich mich richtig drauf. Wir haben auf der anderen Seite, das zeige ich euch gleich, auch noch einen USB-Anschluss. Das haben wir jetzt beim Display tatsächlich dann nicht. Einige Displays, aber das ist ganz selten, haben auch nochmal einen USB-Anschluss. Himiway hat das zum Beispiel, haben wir hier nicht. Dafür haben wir am Akku jetzt eine USB-Schnittstelle, um zum Beispiel unterwegs das Handy zu laden. Ja, dann hat man natürlich 1-2 Kilometer weniger auf der Uhr nachher am Ende, aber man hat immer ein voll geladenes Handy. Von der Schaltung her haben wir hier den typischen, ja, die typische Kassette. Also wie bei allen anderen Fatbikes, falls das hier jetzt euer erstes Fatbike-Video ist. Wir haben eine 7-Gang-Schaltung, die, ja, das ist so eine 15-Euro-Kassette hinten und die Schaltung ist eine Shimano Altus. Das hat in Deutschland jedes Baumarktfahrrad, also das ist auch jetzt mal nichts Besonderes, aber das haben die Fatbikes so alle oder eben auch alle nicht. Der Lenker sieht so aus, hier haben wir dann den Schalthebel, 7-Gang. Der Lenker sieht so aus. Das Display ist jetzt an. Es ist halt sehr, sehr dunkel. Es ist bei Tageslicht, wenn ein bisschen Sonne da ist, so wie jetzt, sehr schlecht zu lesen. Das ist ein bisschen schade. Das haben die Lankeleisi-Bikes aber alle. So, ich versuche es mal so ein bisschen. Aber ihr seht es, ja, man kann was sehen, okay. Aber es ist, wie gesagt, und wenn ich dann auch noch die Lampe einschalte, dann dunkelt das Display nämlich auch nochmal ab, wenn ich auf diesen Knopf drücke. Und dann sieht man tagsüber fast gar nichts mehr. Das ist ein bisschen schade, weil das den Gesamteindruck so ein bisschen nach unten zieht. Wir haben eine Hupe, die sehr laut ist. Also wenn, ja, falls wir über die SCVO reden oder manche sagen auch legal, illegal, über diese Thematik, ja klar, da müssen wir bei den Speichen mit Reflektoren anfangen. Da brauchen wir hinten irgendwie einen Reflektor. Vorne haben wir eine Lampe mit Reflektor, das habt ihr im Lichttest gesehen. Hinten habe ich wieder meine kleine Sigma Sportlampe. Die ist jetzt einfach nur dran, damit sie dran ist, damit hier, ja, ich nach hinten irgendwas abstrahle. So, weil hier ist ja gar nichts dran, was abstrahlt. Ne? Wir haben keine Reflexstreifen. Wir haben ansonsten überhaupt nichts, was nach hinten reflektiert. Deswegen habe ich einfach zumindest bei für die Nachtaufnahme immer noch dran meine kleine Sigma Sportlampe. Wir haben immerhin, bei allen Pedalen haben wir Reflektoren. Vielleicht gibt es die nicht ohne, weiß ich nicht. Die müssen ja vorschriftsmäßig in Deutschland auch gelbe Reflektoren nach vorne und nach hinten haben. Zum Akku hätte ich fast vergessen. Wir haben hier ein etwas anderes Ladegerät, einen etwas anderen Anschluss. Wir haben hier einen extra An- und Ausschalter und wir haben hier dann auch nochmal für den Akku eine Anzeige. Das sieht man jetzt im Hellen natürlich wieder sehr, sehr schlecht, wie voll denn der Akku noch ist. Ich bin gestern 10 Kilometer gefahren, deswegen bin ich jetzt tatsächlich, ja, heute 27 gefahren und ich habe den Akku über Nacht vollgeladen. Das heißt 27 Kilometer mit dem ganzen Rumgespiele, Vollgas, Berge hoch. Beide Motoren angehabt und ich bin 27 Kilometer gefahren. Die Akkuanzeige ist noch komplett voll. Also der Akku scheint einiges zu leisten und so durstig, also stromdurstig, würde ich sagen, sind die zwei Motoren, wenn man sie beide in Betrieb hat, jetzt nicht unbedingt. Also ich werde natürlich auch noch irgendwie einen Reichweitentest machen. Mal schauen, wie weit ich damit komme. Richtig, ich habe richtig Lust. Man muss natürlich auch das Handgas dann abbauen. Klar, da sind wir wieder, ne, weil das hier, wie soll ich sagen, das Handgas jetzt bis, ja, es ist aktuell so eingestellt, dass das Handgas bis zu der Unterstützungsstufe, die eingestellt ist, unterstützt. Man kann das Ganze im Display auch noch so anpassen, dass das Handgas komplett aus ist, glaube ich. Oder aber, das muss jetzt nicht hundertprozentig sein, das erste, aber das, was jetzt kommt, man kann das Handgas auch so einstellen, dass es immer, wenn man es dreht, auf die Geschwindigkeit beschleunigt, die im Display eingestellt ist. Also es ist jetzt auf 25 eingestellt und man kann es auch offen fahren bis, ich glaube, bis 99 kann man einstellen, schafft es nicht. Also alleine durch die Übersetzung, wir haben hier ein 46er Kettenblatt. Da müsste man nochmal deutlich größeres Kettenblatt nehmen, damit man dann entspannt auch 50 fährt. Also so ist 35 ist ein recht humanes Fahren möglich, also ohne, dass man zu schnell treten muss. Ja,
Es ist ja nicht so, dass ich das Ganze nicht teste, nur ich mache das meistens in die Videos nicht mit rein, weil die meisten interessieren sich halt eigentlich nur dafür, wie fährt es sich legal. So alles, was dann über 25 km/h ist, wollen die meisten gar nicht wissen, weil sie dann Angst haben vor Polizei oder sonst irgendwas. Aber es heißt ja nur, dass der Motor nur bis 25 unterstützen darf. Man darf mit einem Pedelec. Es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung für Pedelec. Also man darf auch 50 in der 30er-Zone fahren, so ungefähr. Also das ist mein Kenntnisstand, dass man als Fahrradfahrer nicht an die Geschwindigkeiten der STVO gebunden ist. Also wenn da 30 steht, darfst du auch mit dem Fahrrad schneller fahren. Das ist meine Info. Informiert euch bitte selbst. Und ein Pedelec ist gesetzlich gleichgestellt mit dem Fahrrad, wenn es die Bedingung erfüllt, 250 Watt auf 25 abgeriegelt, Handgas nur bis 6 km/h oder gar kein Handgas und natürlich wie so ein Fahrrad auch alle Reflektoren und alle Prüfzeichen auf den Lampen hat. Dann ist es ein Pedelec und gleichgestellt mit einem Fahrrad gesetzlich. Also nichts mit Mofa. Man muss auch nicht zu einer Stelle fahren und das Ganze abnehmen lassen. Hatte ich ja auch neulich so eine Art Diskussion. Ja, ich muss da zu einer Stelle fahren mit dem Fahrrad. Da sage ich, welche Stelle meinst du denn? Ja, die Stelle, wo man das abnehmen lassen muss und anmelden muss. Da dachte ich, welche Stelle denn? Nochmal, welche Stelle? Ja, neulich bin ich durch einen Ort gefahren an der Elbe, der hieß Stelle. Und habe ich nur gesagt, ach, hier meint er, muss ich hin. Ja, das ist mein Humor halt. Ne? So, okay. Kommen wir wieder zum Fahrrad. Ja, was habe ich von der Seite noch nicht erzählt, erklärt? Der Sattel ist sehr bequem. Also da saß ich jetzt ein bisschen drauf. Es hat vorhin geregnet. Also es ist, wenn man sich mal so umschaut, fast gar nichts mehr von Regen zu sehen. Dahin sind ein paar Wolken, ja, aber ansonsten hatten wir gerade sehr viel Blau. So, und die ganzen Regenwolken haben sich verzogen. Also im Moment haben wir richtig, ja, also zwischendrin dachte ich schon, die Dreharbeiten abzubrechen für heute. Aber es lohnt sich auch ab und zu einfach mal eine halbe Stunde zu warten und schon ist das Wetter wieder schön, wobei die Sonne gleich verschwinden könnte. Ne, wenn man sich das Ganze da mal anguckt, da kommt der nächste, ja, der nächste, ja, nennt es wie ihr wollt. Ich drehe in der Zeit mal das Ganze um, damit wir natürlich auch gleich nochmal die Bremse begutachten können. Wir haben auch hier wieder fast 40 Kilo. Und dann sehen wir nochmal die andere Seite. Ich möchte euch nämlich die schönen Bremsen zeigen. Ja, wir haben hier 180 mm Bremsscheiben. Von Disland. So, bevor ich euch die Bremse nochmal zeige, zeige ich euch nochmal die Bremsgriffe. Die sind hier zu sehen. Ja, so schauen sie aus. Ne? Haben einen elektrischen Anschluss hier unten, dieses Kabel. Das heißt, sie haben eine Motorabschaltung, wenn man bremst. Und das braucht man auch. Also gerade wenn man Allrad an hat, nenne ich es jetzt mal, ne? Und man ist dann so in Unterstützungsstufe 2, 3 oder höher und geht in eine Kurve und beschleunigt raus. Alter, das ist schon echt heftig. Ne? Und deswegen bin ich ganz froh, dass dieses Fahrrad eine Motorabschaltung hat. Weil gerade im Allradbereich braucht man das auf jeden Fall. Das ist schon heftig, wenn da auf einmal ja, die beiden Motoren vorne und hinten losmarschieren. Dann musste ich, bevor ich überhaupt losgefahren bin, hatte ich von den Bremsen her, konnte ich die, wenn ich die gezogen habe, bis an den Griff ranziehen. Ne, hier ist jetzt eine Lücke, aber die konnte ich vorher ganz ranziehen. Dazu ist dann diese kleine schwarze Schraube hier. Da, ne, die kann man einfach ein bisschen rein- oder rausdrehen. In meinem Fall musste ich sie ein bisschen reindrehen. Und jetzt habe ich vernünftiges Bremsen dann auch im Test und so weiter. Habt. Der Lenker, ja, wir haben einen höhenverstellbaren Lenker, das habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt oder erwähnt. Uiuiui, der Ständer hinten, also ich habe jetzt schon ein, zwei Mal das Gefühl gehabt, also der wirkt überhaupt nicht gut. Also ich weiß nicht, man stellt ihn hin und der biegt da irgendwie so rum, gefällt mir überhaupt nicht der Ständer. Ja, okay. Also, ne, auch wenn man es dann abstellt, so, man stellt es ab und dann bewegt es sich noch ein bisschen. Das ist, also der Ständer ist irgendwie nicht optimal für dieses Fahrrad oder vielleicht ist der Rahmen sehr hoch. Weiß ich nicht, ich schätze mal, dass es der Ständer ist. So, dann haben wir vorne an der Federgabel auch wieder im Bild zu sehen, links der rote Griff. Da kann man das Ganze ein bisschen weicher und härter stellen, bis hin zu ganz starr. Ne? Man muss da dem Pfeil so ein bisschen folgen. Dann versteht man das auch, in welche Richtung man drehen muss. Der Pfeil zeigt auf das Plus, das heißt, in die Richtung wird es härter, ne? Im Uhrzeigersinn, von mir aus gesehen jetzt. Und wenn man das Ganze dann gegen den Uhrzeiger dreht,
dreht man es weicher. Auf der anderen Seite können wir hier die Federvorspannung einstellen. Das heißt, da nehmen wir so ein bisschen Einfluss tatsächlich auf die mechanische Feder, die in diesem Rohr drin ist. Ja, kann man auch das Ganze noch mal ein bisschen weicher oder härter stellen. In der Regel habe ich es immer so mittel bei mir. Also ich habe eigentlich beide Regler bei mir immer so auf Mitte stehen, so recht mittig eingestellt. Sattel habe ich erzählt, die Schutzbleche kannst du auch knicken. Ne? Ich habe das schon in einem anderen Video erzählt, ich glaube beim ersten Eindruck, beim Lanke Leisi XT750. Da ist mir dieses Schutzblech jetzt hier vorne, an der Stelle, wo es festgeschraubt ist, gebrochen. Also einfach da, das schwingt ja halt die ganze Zeit. Ne? Das schwingt die ganze Zeit und das geht alles auf diese eine Stelle. Da sind wir wieder bei Stelle, da muss ich hin. Und ja, Ermüdungsbruch hätte ich da jetzt gesagt nach 10 Monaten. Wie lange habe ich es? Ja, 10 Monate. 500 Kilometer habe ich noch nicht voll, deswegen kam noch kein Review. Weil damit fahre, also nicht nur ich, sondern auch mein Kumpel Martin, damit geht es nur ins Gelände. Da fährst du halt nicht viel Kilometer mit. Ne? Deswegen glaube ich, kommt das Ein-Jahres-Review vor dem 500 Kilometer-Review beim XT750. Zur Farbe habe ich jetzt noch gar nichts gesagt. Es ist, ja, wie soll man das sagen? Es ist ein Grau. Es ist jetzt nicht so, dass man besonders auffällt. Es ist jetzt nicht so, dass es besonders hübsch sind. Hier sieht man auch nochmal die Schweißnähte. Die sind bei Lanke Leisi in der Regel. Na okay, das RV 800 hatte an der Stelle schon geschweißte Nähte. Und dann an den ganz harten Stellen, wie zum Beispiel hier unten oder auch hinten, wo es dann, wo hier die Aufnahme ist und so weiter. Da ist hier natürlich nichts geschweißt, aber da hatte das RV 800 hatte zumindest hier vorne geschweißte Nähte. Bei dem hier ist da noch nichts, geschliffene Nähte, nicht geschweißte Nähte. Klar sind die alle geschweißt, aber geschliffene Nähte, davon rede ich. Ja, die Farbe ist okay, es gibt das Ganze auch noch, ich glaube, in dem Orange-Schwarz, in diesem typischen Lanke Leisi Orange-Schwarz-Farbton, müsst ihr mal schauen. Ich habe euch das Ganze auch wieder unten in der Videobeschreibung verlinkt, ist wieder über den Shop Best by Gear. Da erhaltet ihr über den Kauf, über den Link und meinem Rabattcode 2%. Also wenn ihr Preise vergleicht, denkt auch an meine Rabattcodes. Ne? Morgwil habe ich Rabattcodes, beziehungsweise 50-Euro-Gutschein. Nicht viel, aber immerhin etwas. Best by Gear, 2% auf alle Fahrräder. Ja, da kriegt man teilweise die Fahrräder sogar günstiger, zum Beispiel NGW. Das E26, müsst ihr mal gucken, kriegt man teilweise günstiger als über NGW direkt mit meinem Rabattcode. Ja, einfach mal testen, oder? Das war Kohle CO26 zum Beispiel. Obwohl das E26 ist sehr beliebt, weil recht günstig und trotzdem für den Preis einfach schon ganz gut. Ja, wir haben eine Hupe, habe ich das jetzt? Ja, die ist so laut und schrill einfach. Man mag auch gar nicht damit hupen. So, wir haben hier wieder diese typische Lanke Leisi, diesen Knopf. Wir haben vom Display her den schwarzen sechspoligen Anschluss. Also ich werde mir jetzt nochmal, das passt dann auch bei anderen Bikes, beim Vetilan T7 zum Beispiel würde das auch passen. Oder beim RV 800 oder beim Duckeway Silvertip 8, da habe ich auch immer den schwarzen sechspoligen Stecker. Ich werde mir jetzt mal ein Display holen und gucken, bei welchen Fahrrädern das passt mit dem schwarzen Stecker. Und dann werde ich mal gucken, weil ich hätte gerne einfach so eine klitzekleine Einheit. Insgesamt so groß wie das Ding ist, das mit minimal kleinem Display irgendwie. Bisschen größer dürfte es sein, aber dass das Display in der Mitte wegkommt und dass ich einfach nur noch links so ein Ding habe, mit dem Display, was vielleicht Geschwindigkeit muss nicht mal sein. Einfach Unterstützungsstufen, das reicht schon. Ne? Ein kleines Display, dass man ein paar Sachen einstellen kann, okay, kann man machen. Aber im Großen und Ganzen hätte ich gerne zentral ja mein Handy. Und ich hätte jetzt nicht gerne das Handy einfach daneben. Das sieht auch doof aus. Es soll auch schön aussehen. Ne? Und deswegen muss ich mal gucken. Ich werde jetzt noch mal ein paar oder zumindest erstmal ein Display bestellen, wo ich die Hoffnung habe, dass das vielleicht ganz gut ist. Videos dazu. Weitere Videos zu Fatbikes. Erster Eindruck. Reviews nach 500 Kilometern, Reviews nach einem Jahr, Fatbike-Reifentests und so weiter, Sattel, Lenker, Fahrradanhänger, Ben Masterful Bike abchecken. Auf diesem Kanal gibt es im Prinzip alles zum Thema Fatbike. Also ich baue den Kanal noch relativ neu auf, aber mein Ziel ist es einfach, alles über Fatbikes zu liefern. Okay, ihr wartet schon. Ja, ja, ich habe es fast vergessen. Wir haben ja noch Duesland. Ah. Das sieht so geil aus. Wir haben 180er Scheiben und die sind auch ein bisschen dicker als diese Standard-Tektro-Scheiben. Wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt, ich hoffe, man kann das so ein bisschen über die Kamera erkennen. Also das sind nicht so diese ganz dünnen Scheiben. Ne? Also ja, die Kamera ist manchmal ein bisschen schwierig, aber ich glaube, man kriegt das so ganz gut
zu sehen. Ja, die Scheiben sind vielleicht ein paar Zehntel dicker als die Scheiben von Tektro. Und die Bremse beißt einfach, die macht richtig Spaß. So, dann haben wir hier nochmal die Reifen. Shaoyang 26x4, laufrichtungsgebunden. Und zwar heißen die Reifen, meistens haben die ja auch nochmal eine Bezeichnung. Die heißen einfach Shaoyang. Ich weiß, das steht hier vielleicht noch was drauf. Hier steht überall nur Shaoyang. Shaoyang, ich weiß nicht. Kennt man schon, also falls das euer erstes Fatbike-Video ist, die sind relativ Standard vom Profil her, von der Breite her 26x4, also 26 ist der Durchmesser der Felge und 4 Zoll, also 26x4, 4 Zoll ist die Felgenbreite in Zoll. Ja, habe ich alles gesagt. Abschließend, eine Sache möchte ich noch sagen, und zwar fährt es sich wirklich richtig gut oder auch wenn es auf 25 km/h abgeriegelt ist, wenn man in der ersten Unterstützungsstufe fährt, das habt ihr aber auch gesehen, das habe ich ja mit aufgenommen, man kann, also bei anderen Fahrrädern, wenn ich jetzt zum Beispiel an Simivate Zebra denke, an das, was jetzt ein Jahr alt ist, ich weiß nicht, welche Version das ist, das hat ja auch noch so einen normalen, das übrigens auch, wir haben einen Trittfrequenzsensor und das hat das Simivate auch, allerdings ist es beim Simivate so, beim Zebra, beim alten, wenn du Unterstützungsstufe 1 drin hast, fährst du so 10 km/h. Unterstützungsstufe 2, 15 km/h, 3, 17, fast 18, 4, 21 und dann in Stufe 5 fährst du 25. Hier kannst du in Stufe 1 mit ein bisschen mehr mittreten, auch ganz, ganz easy die 20, 25 erreichen. Also das ist hier eine richtig schöne Motorelektronik. Also ich bin total begeistert, ich bin richtig schockverliebt so. Ja, total klasse. Also das, was mich am meisten stört, kein Gepäckträger und die Schutzbleche. Ne? Also wir haben hier, man sieht es natürlich auch, es ist nicht unmöglich, hier noch ein Gepäckträger. Vielleicht habe ich ja auch schon ein Bike, wo das passt. Ich wüsste jetzt nicht von welchem so aus dem Kopf, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall ist es sicherlich nicht unmöglich, einen Gepäckträger anzubringen. Vielleicht nicht unbedingt das Fahrrad für einen Gepäckträger. Noch geiler wäre es, wenn es auch noch voll gefedert wäre, aber wir haben hier eine Sattelrohrstange, die ein und den gleichen Durchmesser von oben bis unten hat. Das heißt, an dieser Stelle werde ich dann auch demnächst nochmal eine andere Schaltung verbauen. Und zwar hätte ich gerne 2x7, also zwei Kettenblätter vorne. Wir haben jetzt einen 46er und dann vielleicht nochmal so ein 30er, 32er, 36er, keine Ahnung, was es da gibt. Und damit ich halt dann nochmal für die Straße das Große habe, so zum Cruisen und dann richtig fürs Gelände nochmal ein etwas kleineres. Das kann man bei diesem Fahrrad hier richtig gut umbauen. Und als Vorlage werde ich das XT750 nehmen von Lanke Leisi. Und weil das hat ja schon 3x8, glaube ich, oder 3x9. Auf jeden Fall haben wir da, glaube ich, 24 oder 27 Gänge beim XT750. So, das ist es auch final gewesen. Weitere Videos kommen auf meinem Kanal Ben Masterful Bike. Eventuell nenne ich diesen Kanal auch bald um in der Fatbiker. Ich weiß noch nicht, mal schauen. Ich habe immer so viele Ideen im Kopf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte die meisten Fragen beantworten. Und zum Thema STVO-tauglich und legal, illegal und 250 Watt und auf YouTube suchen René Krea. Der hat ein Video gemacht, ist zwar schon 4 Jahre alt, aber die Gesetze haben sich im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht geändert, was das angeht. Und der hat auch mit der Polizei telefoniert, so wie er sagt, mit Versicherung hat er gesprochen und mit irgendwie TÜV oder DEKRA oder irgendwie Prüfeinrichtungen, irgendwelche Behörden, keine Ahnung. So, und da hat er alles abgeklärt, wie ist das eigentlich, ab wann sind 250 Watt gewährleistet, was muss man dafür tun. Eine Sache kann ich vorwegnehmen, alleine, dass der Motor 1000 Watt hat oder hier auch 2000, weil wir zwei Motoren haben, reicht jetzt nicht aus, beziehungsweise alleine deswegen ist das Ganze nicht illegal, sondern das Ganze wird natürlich noch durch eine Software, durch einen Controller quasi eingestellt und das ist entscheidend, wie viel Strom kommt am Motor an und dann natürlich, wie viel Watt hat denn der? Ich sage jetzt mal ganz leinhaft, wie viel Watt hat denn der Motor quasi am Ende im Durchschnitt, wenn man eine halbe Stunde fährt? Das ist nachher entscheidend. Und nicht, ob das jetzt ein 1000 Watt Motor ist,
oder ein Motor ist, der 1500 Watt Peak kann, das ist erstmal völlig nebenher. Das ist gar nicht so wichtig, denn die maximale Leistung der Motoren ist nicht festgelegt. Deswegen ist das Ganze so ein bisschen undurchsichtig. Und schaut euch einfach das Video von René Krea an. Findet ihr, wenn ihr René Krea eingibt und dann, 1000 Watt Motor illegal, irgendwie sowas oder irgendwie, müsst ihr mal gucken, ist 4 Jahre alt, vielleicht, wenn ich dran denke, verlinke ich es auch nochmal, weil das ist nochmal informativ und da der René Krea diese Arbeit schon gemacht hat, muss man halt sagen, muss es nicht nochmal jemand tun, man kann ja auch einfach solche Videos schon verlinken, deswegen da nochmal ein fettes Dankeschön, dass das schon mal jemand auch schon vor 4 Jahren gemacht hat, weil er wollte auch einen 1000 Watt Motor bei sich einbauen und hat dann erklärt und hat auch mit Polizei und so weiter gesprochen und wie gesagt, das ist alles überhaupt kein Problem, wenn das Ganze elektronisch halt vernünftig eingestellt und geregelt ist. Das war's von mir, von hier, bis zum nächsten Mal, ich sag wie immer, ciao, tschüss und auf Wiedersehen. We'll be right back.